Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Own Your Life Podcasts. Mein Name ist Steph Reinhardt, auch bekannt als die Queen of Routine, also ja, die absolute Königin der Routinen und Gewohnheiten, wie auch immer du es gerne nennen möchtest. Und ich freue mich, dass ich mit dir in dieser Podcast-Folge zum einen ein kleines Live-Update, wie immer, teile. Da geht es vor allem um das Thema Wohnungssuche. Und dann sprechen wir über vom Chaos in die Aufräumroutine. Denn ehrlich gesagt ist dieses Chaos-Thema zu Hause und diese fehlende Aufräumroutine immer und immer wieder Thema in meinen Coachings. Also ich habe so viele Kundinnen schon gehabt, die sagen, ich kriege es einfach nicht gebacken aufzuräumen. Und deswegen teile ich heute mit dir so die 6 wichtigsten Punkte in meinen Augen, die es braucht, damit du eine Aufräumroutine kreieren kannst. Ja, und nicht immer und immer wieder von vorne anfängst. Bevor wir da einsteigen, möchte ich dich nochmal darauf aufmerksam machen, dass am 13. April 2024 in Frankfurt, in einer wunderschönen Location im 12. Stock mit Blick auf die Frankfurter Skyline, das Offline-Event der Own Your Life Academy stattfindet. An dem Event kannst du auch als Externe tatsächlich teilnehmen. Also wenn du Own Your Life Academy Queen bist, dann kannst du natürlich sowieso teilnehmen, ja, dann melde dich auf jeden Fall noch an. Wenn du nicht zur Own Your Life Academy gehörst und mich trotzdem live kennenlernen möchtest, von mir lernen möchtest, auch mein Team kennenlernen möchtest und auch andere tolle Frauen, denn du hast die Möglichkeit, da dir wirklich ein cooles Umfeld einfach zu kreieren auch, indem du live andere kennenlernst. Also ich habe die coolsten Kontakte in meinem Leben fast alle auf irgendwelchen Netzwerk-Events, Persönlichkeitsentwicklungs-Events und Co. kennengelernt. Dann ist der 13.04. und der Ort in Frankfurt sozusagen der Place to be und passenderweise heißt sogar die Location, in der wir feiern, auch genau so. Ja, das Ganze ist im West End Tower in Frankfurt, falls du dich ein bisschen auskennst, ist wirklich super, super cool gelegen und man hat wirklich ja einen Rundumblick in dieser Location, da sind komplett tatsächlich Fenster drumherum und auf der einen Seite gucken wir eben auf die Skyline, das wird also ganz, ganz magisch und ich freue mich einfach sehr über jede Einzelne, die live dabei ist. Und das Schöne ist übrigens auch, dass an diesem Wochenende schon die ersten Plätze für die Own Your Life Academy angeboten werden und du bekommst einen mega, mega geilen Event-Deal. Also du sparst über 10% auch auf die Own Your Life Academy, wenn du dich entscheidest, ja, dort vor Ort dann dabei zu sein. Also richtig, richtig cool. Und nun kommen wir zum Live-Update. Yes. Also, ich habe mal wieder Wohnungen besichtigt. Die Wohnungsbesichtigungen verdichten sich sozusagen. Und ich habe mich auch entschieden, mich auf eine Wohnung zu bewerben. Und was ganz interessant ist, ich habe so ein bisschen gemerkt bei der Wohnungssuche, dass ich teilweise unklar war. Was meine ich damit? Ich war teilweise hin und her gerissen zwischen einigen Wünschen. Also auf der einen Seite hätte ich total gerne eine Wohnung relativ weit oben mit Weitblick und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich ja zum Beispiel auch zu Hause eine Hundeseniorin, die an einzelnen Tagen in der Woche bei mir ist, die jetzt einfach 13 geworden ist und die, ich nenne es das Geschenk des Universums, eine kleine Magen-Darm-Grippe sich eingefangen hat. So, wer einen Hund oder ein Haustier hat, also vor allem Hunde, ja, und das kennt, dass sie schon mal Magen-Darm irgendwie hatten, weiß, es ist relativ wichtig, dass man sehr schnell nach draußen kommt mit diesem Hund. Ich bin ja nun aktuell in einem Einfamilienhaus, habe einfach die Möglichkeit, unten eine Balkontür aufzumachen, den Hund rauszuschicken und so weiter, wenn es brenzlig wird, wenn es dringend wird. Und ich habe einfach gemerkt, dass für diese letzten Hundejahre meiner alten Dame es mir einfach wichtig ist, dass ich diese Möglichkeit habe, im Erdgeschoss zu wohnen. Das heißt, auch hier habe ich nochmal ein bisschen nachjustiert, ne, was suche ich und so weiter und auch einfach nochmal festgestellt, dass man zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben manchmal unterschiedliche Prioritäten hat und dass zum Beispiel auch der Wunsch von mir, mal testweise in einer Großstadt zu leben, zum jetzigen Zeitpunkt, während auch meine Tochter im Grundschulalter ist, gerade nicht das ist, was ich möchte. Ja, und auch da dann nicht zu sagen, das Kind hat die Schuld, der Hund hat die Schuld und so weiter, weil es sind ja meine Prioritäten, die ich mir setze. Also ich bin es ja, die für mich und mein Leben entschieden hat, ja, also zum einen einen Hund zu bekommen, Kinder zu bekommen und so weiter, aber vor allem auch entschieden hat, dass
die Vorstellung, wie mein Kind aufwächst, die Vorstellung, wie mein Hund seinen Lebensabend verbringt und. Das sind ja alles meine Vorstellungen. Und das ist halt unglaublich wichtig, tatsächlich da auch einfach einzuchecken, ja, was ist tatsächlich am Ende des Tages das, was ich mir wünsche? Und dann auch ganz klar zu sagen, und das suche ich jetzt. Und ja, das habe ich jetzt tatsächlich bei einer Wohnung gefunden. Und da waren so ein paar Kleinigkeiten, dann dachte ich, ach, jetzt hat die keine elektrischen Rollläden. So, dann habe ich auch mit einer Freundin geschrieben, sagt die so, also wir haben auch keine elektrischen Rollläden. Ja, klar, wäre jetzt irgendwie nice, aber ist es das am Ende, ne? Also auch da, es ist eine Mietswohnung, es ist eine Miete auf Zeit und einfach zu sagen, okay, dann ist es nicht das Allerwichtigste vielleicht, dafür sind mir andere Sachen wichtig. Und da immer wieder die Prioritäten eben auch abzuchecken gegenseitig, was ist mir wirklich wichtig und was brauche ich wirklich, das ist super, super wichtig. Und ja, dazu lade ich dich auch auf jeden Fall ein, das auch immer mal bei dir zu tun, wenn gewisse Entscheidungen anstehen, dass du wirklich nochmal schaust, ist es wirklich gerade wichtig, dass ich den Weitblick habe oder ist es mir gerade wichtig im Alltag, dass mein Hund schneller zum Beispiel raus kann? Ja, und ja, es gibt natürlich auch Wohnungen im oberen Stockwerk mit einem Aufzug, aber ein Hund, der irgendwie Magen-Darm hat, der schafft auch vielleicht den Weg nicht mehr mit dem Aufzug runter. Ja, ist es mir zum Beispiel wichtig, dass ich vielleicht irgendwie einen Abstellplatz für mein Fahrrad habe oder ist es mir wichtiger, dass die Wohnung vielleicht fancy aussieht von außen oder. Also all diese Dinge, kannst du dir wirklich wie so eine kleine Waage vorstellen, immer mal abzuwiegen. Und ja, also ich bin sehr, sehr gespannt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß ich noch nicht, ob ich die Wohnung bekomme und so weiter. Ich habe sie mir quasi gerade erst gestern angeguckt. Mal gucken. Ja, ich bin gespannt. I will keep you updated natürlich. Und jetzt kommen wir zum Deep Dive. Ja, im Deep Dive sprechen wir heute über das große Thema vom Chaos zur Aufräumroutine und zwar die 6 wichtigsten Steps oder Punkte, die du in meinen Augen beachten solltest. Also, ganz wichtig ist mir erstmal zu Beginn, dass du lernst, dass das Thema Aufräumen an sich eine Routine ist und Ordnung ist ein Zustand. Also, ich sage das nochmal, Aufräumen ist eine Routine, Ordnung ist ein Zustand, ja. Ordnung ist eine Momentaufnahme. Du wirst Ordnung nicht 100% der Zeit irgendwie etabliert haben können. So, weil sobald du zum Beispiel anfängst, in deiner Küche Essen zu bereiten, ist keine Ordnung mehr da, ja. Weil Dinge nicht mehr da liegen, wo sie eigentlich liegen, wenn du fertig bist in der Küche, sondern die sind in Benutzung. Das heißt, es entsteht Chaos, Unordnung, wie auch immer du es nennen möchtest, ja. Oder es entsteht einfach ein Arbeitsplatz mit Dingen da, also vielleicht auch die Bewertung, ist gar nicht unordentlich zu nennen, sondern anders. Und in diesem Moment ist es wichtig, dass du einfach akzeptierst, dass Ordnung kein Dauerzustand ist, ja. Aufräumen ist eine Routine, die dich immer und immer wieder für Momente zu Ordnung tatsächlich hinführt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dich mit dem Thema Aufräumroutine beschäftigst. Und da habe ich mal gute Neuigkeiten für dich, ja, denn du hast es ja bestimmt schon in den letzten Podcast-Folgen erfahren, es gibt eine Aufräum-Challenge, die ich veranstalte ab dem 15. April. Es gab vor langer, langer Zeit mal das Ordnungsseminar und jetzt hast du eben schon verstanden, dass Ordnung kein Dauerzustand ist. Also wir können viel über Ordnung sprechen, aber es ist viel wichtiger, über die Routine dahinter, nämlich Aufräumen zu sprechen. Und deswegen geht diese Aufräum-Challenge 5 Tage, weil Routinen sind ja auch Dinge, die wir nicht einmal machen, sondern Routinen sind Dinge, die wir immer wieder machen. Ja? Und aufräumen wirst du sehr wahrscheinlich fast jeden Tag in deinem Leben in irgendeiner Form. Du musst zumindest immer und immer wieder Dinge an seinen Platz zurücklegen oder an ihren Platz. Also zum Beispiel angefangen von einer Zahnbürste, die nimmst du ja jeden Tag in die Hand, putzt dir deine Zähne und hast danach die Entscheidung, stelle ich sie zurück dahin, wo sie hingehört oder lege ich sie einfach auf den Waschbeckenrand, ja? Oder was weiß ich, wo du sie vielleicht hinlegst. Oder laufe ich durch die Wohnung wie manch einer mit seinen Zahnbürsten oder lege ich sie sonst wo ab, ja? Das sind immer wieder Entscheidungen. Jetzt ist vielleicht die Zahnbürste bei dir total drin, dass du sie wieder an ihren Platz legst. Merkst du aber übrigens auch schon, die Zahnbürste hat einen festen Platz. Das ist schon mal einer der Schritte, die du auf jeden Fall für fast alles in deinem Haushalt ja beherzigen darfst. Ja, feste Plätze, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Aber auf jeden Fall merkst du, du hast eh jeden Tag Situationen, in denen du dich für Ordnung und gegen Unordnung entscheiden kannst oder eben, ne, vice versa. Also du kannst dich natürlich auch für Unordnung entscheiden und gegen Ordnung. All das ist aber einfach deine Aufräumroutine und deswegen gibt es die 5-tägige Aufräum-Challenge vom 15.04. bis 19.04. Du bekommst über 5 Tage
5 E-Mails. Du bekommst jeden Tag 5 Minuten Audio-Input von mir, ja, mit sozusagen Theorie und Wissen und dann eine 5-minütige Umsetzungsaufgabe, sodass die wirklich jeder und jede da draußen schaffen kann. Und das Coole ist, wir haben eine begleitete Facebook-Gruppe, ja, zum gegenseitigen Motivieren, Ergebnisse zeigen und. Und das Coolste ist, dass der oder die aktivste Teilnehmer oder Nehmerin in dieser Challenge sogar was gewinnen kann, nämlich ein 90-minütiges One-on-One mit mir, was es so quasi überhaupt nicht zu kaufen gibt, in keiner Form. Also du kannst es sonst nicht buchen, mit mir 1:1 so kurz einen einmaligen Call zu machen. Und ja, da hast du die Chance zu gewinnen. Deswegen freue ich mich mega, wenn du dich anmeldest. Und den Link zur Challenge findest du natürlich in den Shownotes. Und was auch sehr, sehr cool ist, ich habe dir ja schon erzählt, dass wir die Own Your Life Academy wieder öffnen Ende April. Also du bekommst einen super Deal, wenn du beim Event dabei bist, live. Und du bekommst auch einen super Deal, wenn du an der Challenge teilnimmst. Also von daher, alleine dafür lohnt sich definitiv deine Anmeldung. Also melde dich definitiv an. Du kannst, finde ich, immer nur dazulernen, auch wenn du schon viel über Ordnung und Aufräumen weißt und vielleicht schon einiges kennst und es vielleicht gar nicht so schlimm ist, ja. Ich finde, man lernt immer was dazu, vor allem wenn es so kurz und kompakt und gut zu konsumieren ist tatsächlich. Und wenn du jetzt andersrum sagst, boah, ich habe eigentlich gar keine Aufräumroutine, ich bin ein kleiner Messi, dann melde dich auf jeden Fall an, weil ich sage immer, you've got to start somewhere. Ja, irgendwo musst du anfangen, irgendwo darfst du den ersten Schritt machen. Und auch wenn der Berg sich gerade so groß anfühlt, dann fang an mit dem ersten Schritt ganz hier unten. Und ja, da freue ich mich einfach sehr, wenn wir uns dann in der Challenge live sehen. So, nun kommen wir zu den wichtigsten Punkten, meinen 6 wichtigsten Punkten, um vom Chaos in die Aufräumroutine zu kommen. Punkt Nummer 1, Ziele definieren. Also, warum ist Aufräumen und eine ordentliche Wohnung für dich überhaupt wichtig? Was verändert sich dadurch? Ja, ich bin ein Riesenfan von Intention Setting. Erstmal klar machen, was ist überhaupt die Zielrichtung? Wieso, weshalb, warum? Bin ich überhaupt in irgendeiner Form geil da drauf, ja, eine Aufräumroutine zu kreieren? Also krieg richtig Bock da drauf. Ja, das ist das allererste. Punkt Nummer 2, schau, welche Blockaden hast du noch. Ja, also Punkt Nummer 2 beim Thema von Chaos in die Aufräumroutine. Was blockiert dich noch? Was hält dich ganz konkret davon ab, ja, dass du eben Aufräumen zu einer Routine machst? Fällt es dir zum Beispiel schwer, Entscheidungen zu treffen? Fällt es dir schwer, von Dingen loszulassen? Hast du vielleicht auch so ein bisschen diesen Glaubenssatz in dir, ich bin es gar nicht wert, dass ich eine schöne, saubere, clean, aufgeräumte Umgebung habe? Es gibt zigtausend Blockaden, ja. Bin ich vom Aufschieberitis-Gen, was es übrigens nicht gibt, betroffen, ja. Also schiebe ich einfach immer nur irgendwie auf und komme da nicht so richtig raus aus diesen einzelnen Momenten, in denen ich ja eigentlich was machen dürfte. Habe ich ein Zeitthema? Also denke ich die ganze Zeit, ich habe da ja gar keine Zeit für und mein Alltag ist so voll, dass für dieses Aufräumen zwischendrin im Prinzip keine Kapazitäten mehr da sind. Ja, auch das ist eine Blockade. Also von bis kann da alles dabei sein. Punkt Nummer 3, wenn es darum geht, vom Chaos in deine Aufräumroutine zu kommen, ist es, dass du die Menge an Gegenständen und Dingen, die du besitzt, reduzierst. Ja, wir müssen nicht alle zu krassen Minimalisten werden. Keine Angst, ich erwarte nicht von dir, dass du die schöne Vase von Tante Erna wegwirfst oder sowas. Auf gar keinen Fall, aber weniger ist mehr. Und ich habe ja nun selbst auch schon den Nachlass von meinem Vater damals verwaltet und dieses Beispiel, von dem ich gerne berichte, also ich habe damals Skianzüge aus den 70ern weggeschmissen. Ich habe, glaube ich, 60 Beutel an Altkleidern gespendet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese Masse an Dingen, die wir haben, angefangen von Kleidung, aber auch irgendwelche Nippes, dass man sich immer zu Weihnachten neue Deko kaufen muss, whatever. Wir haben einfach eine Masse an Dingen. Und da werden wir auch in der Aufräum-Challenge nochmal drüber sprechen. Es gibt zum Beispiel auch in Schweden das Prinzip, oder es ist Dänemark, ich verwechsel es immer, ich war aber auch noch nie in den Ländern, deswegen Schweden oder Dänemark gibt es das Prinzip des Death Cleaning. Das bedeutet, dass du deinen Hinterbliebenen, wenn du mal irgendwann verstirbst, nicht so einen Berg an Stuff hinterlässt, sondern dass du da wirklich auch schon zu Lebzeiten dein eigenes Zeug durchguckst und dich fragst, was braucht es tatsächlich, ja? Und ja, da bin ich jetzt natürlich gerade mit dem Thema Hausverkauf und Umzug in eine kleinere Wohnung, die, auf die ich mich beworben hatte, übrigens keinen Keller, ja, also auch da, das wird auch nochmal was Besonderes, ja, dass
da tatsächlich einfach weniger wirklich mehr ist. Also ich bin da auch gerade mittendrin. I feel you. Es ist nicht einfach, aber es ist absolut wichtig, weil mit weniger Zeug musst du auch nicht mehr so viel aufräumen. Ja, ganz einfache Mathematik. Punkt Nummer 4 beim Thema vom Chaos zur Aufräumroutine sind feste Plätze. Ich habe es ja eben schon kurz gesagt, deine Zahnbürste hat safe einen sicheren Platz, ja, wo sie immer wieder reingesteckt wird oder hingelegt wird oder was auch immer. So, einen festen Platz zu kreieren für deine Sachen ist ein absoluter Gamechanger und hilft im Übrigen auch bei Aufräumroutinen mit Kids. Ja, da bin ich ja gerade auch am Etablieren, wenn Sachen gelabelt sind, beschriftet sind, in irgendeiner Form für dich ganz klar ersichtlich ist, okay, da kommt alles hin, was so ist, da kommt alles hin, was dazu gehört. Und was ich auch für mich zum Beispiel kreiert habe, ich liebe es, mit Boxen einfach zu arbeiten, die dann beschriftet sind, die ein Label bekommen und dass ich das Ganze anlassbezogen mache. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Geschenkeschrank im Sinne von Geschenkpapier, Schleifen, was es alles gibt, Karten, Geburtstagskarten und so weiter. Früher habe ich immer alles an Geschenkpapier zusammen gehabt, alle Schleifen, alle Karten und so weiter. Heute mache ich so, ich habe zum Beispiel eine Box, die ist nur Weihnachten. Ja, Weihnachten findet obviously nur einmal im Jahr statt. Das heißt, wir brauchen diese Inhalte der Box wahrscheinlich auch nur einmal im Jahr. Genauso wie Ostern und. Das heißt, ich habe einfach eine Box, da sind Weihnachtskarten drin, Weihnachtsschleifen oder Farben, Weihnachtsgeschenkpapier und so weiter und so fort. Und da muss ich halt einfach 11 Monate im Jahr mindestens nicht dran. Ja, im Endeffekt packe ich meistens meine Weihnachtssachen innerhalb von einer Woche irgendwie ein. Das heißt, ich muss eigentlich 51 Wochen im Jahr nicht an diese Box ran. Und dann kann sie irgendwo ganz weit hinten stehen. Und das war für mich tatsächlich ein Gamechanger, Dinge thematisch auch zusammenzufassen, also anlassbezogen. Ja, wenn du zum Beispiel backst in deiner Küche, auch eine Box zu haben, in der alle Backzutaten sind oder einen Schrank. Ja. Ja, also auch da gerne überlegen, wo kann was einen festen Platz haben. Ja, dazu lernst du aber auch was in der Aufräum-Challenge. Punkt Nummer 5, um vom Chaos in deine Aufräumroutine zu kommen, ist es, dass du Zeitblocker kreierst. Ich bin ein Riesenfan der Timeblocking-Methode oder dass du einfach auch, selbst wenn es nicht in deinem Kalender drin steht, es zu einem Teil deiner Routinen machst. Also wenn du deine Abendroutine startest, dass du zum Beispiel sagst, bevor ich ins Bad gehe, um mich bettfertig zu machen, ja, räume ich immer 10 Minuten einfach noch auf, ja. Vielleicht höre ich mir dazu immer irgendein motivational Video an oder ich höre irgendeine Podcast-Folge noch oder was auch immer. Aber es ist einfach Teil deiner Routine. Also dock die Dinge, die du eh schon machst, einfach da dran, ja. Also du machst eh schon etwas, okay, dann ergänze ich das Ganze entweder davor oder danach um das Thema Aufräumen. Dann kannst du einfach mal durchschauen und dann pack dir einfach einen Reminder rein. Ja, für mich ist es zum Beispiel normal mittlerweile geworden, bevor ich abends hochgehe ins Bad und mich ready mache fürs Bett, dass ich einfach noch 10 Minuten in meiner Küche kurz ein bisschen wurschtel und schon ist dieses krasse Chaos nicht mehr entstanden, ja, was früher immer entstanden ist. Und wenn es mal entsteht, weil irgendwie doch ich 2 Abende mal gecheatet habe und es nicht gemacht habe, dann weiß ich auch, okay, komm. Ja, das liegt jetzt einfach daran, dass ich diese 10 Minuten mir nicht genommen habe und meistens sind es auch nur 5 und dann baue ich mir das einfach wieder ein und dann passt es, ja. Dadurch kommst du von diesen riesen Aufräumen, keine Ahnung, Aktionen, die irgendwie 3 Stunden dauern, weil du gar nicht mehr Herr des Chaos eben wirst, kommst du in eine Routine rein, dass ein Status quo gehalten wird, der für dich einfach passt und das ist super, super cool. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt, ja. Punkt Nummer 6, wie du vom Chaos in die Aufräumroutine kommst. Und zwar mach es dir angenehm. Also Podcast dabei hören, Serie dabei hören. Also hast du ja gerade eben auch schon gehört, ne? Wenn ich abends meine Küchenroutine habe, dann höre ich mir einfach super oft einen Podcast an. Fertig. 10 Minuten, bin ich super happy. Und dann habe ich irgendwie über die Woche, wenn ich das 5, 6 Mal mache, auch wieder eine ganze Podcast-Folge gehört. Und deswegen lerne doch diese Aufräumroutine in irgendeiner Form zu genießen, weil Fakt ist ja, es ist ja keine Option, sie einfach nicht mehr zu machen. Dann lebst du ja weiter in deinem Chaos und da hast du ja sehr wahrscheinlich keinen Bock drauf. Sonst würdest du A, wahrscheinlich diese Folge gerade nicht hören. B, ich kenne wenige Leute, die nicht in irgendeiner Form abgenervt sind von ihrem Chaos. Ja, manchmal gibt es auch nur so bestimmte Chaos-Ecken oder so ganze Chaos-Schränke oder ja, so Chaos-Zimmer und der Rest ist irgendwie cool. Aber check wirklich mal ganz ehrlich ein mit dir, wo habe ich vielleicht irgendwie Chaos und wäre es nicht geiler, wenn das einfach weg wäre, ja? Also mach es dir
schön, lerne es zu genießen, weil es ist am Ende deine Entscheidung, ob du sagst, ich räume immer mit schlechter Laune auf und bin genervt und habe da keinen Bock drauf, oder ob ich das, was sowieso gemacht werden muss, mir einfach irgendwie schön mache, ja. Und schon wirst du merken, es ist viel, viel besser. Das ist wie mit der Parkplatzsuche. Wenn ich auf Parkplatzsuche gehe mit dem Glaubenssatz, ich finde nie einen Parkplatz, super schwer, dann wirst du 20 Minuten genervt sein auf dieser Parkplatzsuche. Wenn du einen Parkplatz suchst mit dem Gedanken, ich finde sowieso immer einen Parkplatz oder das Universum schickt mir einen Parkplatz, dann wirst du 20 Minuten in Vertrauen, mit guter Laune und völlig tiefenentspannt deinen Parkplatz suchen. Fakt ist, am Ende des Tages hast du 20 Minuten nach deinem Parkplatz gesucht, aber diese 20 Minuten, die hast du in einer anderen Energie verbracht, ja? Und das macht auch was mit dir, ob du im Meckermodus unterwegs bist oder eben positiv. Deswegen mach dir deine Aufräumroutine eben auch so schön, indem du sie dir irgendwie angenehm machst, schön gestaltest oder in der Zeit mit jemandem telefonierst oder was auch immer. So. Das war es. Und wir kommen zur Empfehlung der Woche, wie jede Woche. Und ich empfehle euch natürlich die Aufräum-Challenge und mein Event. Ja, also völlig eigennützig diesmal, nichts anderes. Also ich freue mich, wenn du am 13. April zu meinem Event nach Frankfurt kommst. Du kannst es super nutzen, um einfach auch einen kleinen Wochenendtrip zu machen. Ich werde noch einen kleinen Guide erstellen, ja, What to do in Frankfurt, weil ich das einfach super, super cool finde. Frankfurt hat so schöne Ecken. Du erfährst auch, was meine Favoriten-Restaurants sind. Ich habe so zwei, die ich super, super gerne besuche. Und bei zwei erzähle ich dir sogar, was meine Lieblingsgerichte sind. Und natürlich die Challenge. Am 15.04. starten wir. Dann gibt es jeden Tag eine E-Mail. Du bekommst die E-Mail morgens immer schon zugeschickt. Dann kannst du dir den Audio-Input ganz, ganz entspannt einfach direkt in der Mail anklicken, kannst den einfach anhören und dann bekommst du eine 5-minütige Umsetzungsaufgabe. Und wenn du Bock hast, kannst du in der begleitenden Facebook-Gruppe auch immer super, super gerne dein Ergebnis teilen. Also es ist wirklich so konzipiert, dass jeder und jede daran teilnehmen kann. Und das Schöne ist, dass du auch den Special Challenge Deal dann für die On Your Life Academy bekommst, wenn du eh schon liebäugelst. Und ich weiß, da gibt es die ein oder andere da draußen, die schon lange wartet, dass wir jetzt endlich wieder aufmachen. Und in diesem Sinne, wir sehen uns hoffentlich beim Event oder relativ safe bestimmt in der Challenge. Du findest alle Links zu der Anmeldung in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbar starke Woche, hoffentlich mit Aufräumroutine und Co. Und wenn das noch nicht so bei dir klappt, don't beat yourself up. Ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist alles gut, so wie es gerade ist. Es ist ein Punkt, von dem aus du starten kannst. Und du lernst dann einfach in der Aufräum-Challenge, wie es vielleicht ein bisschen smarter geht, wie es ein bisschen besser geht, wie du Dinge noch optimieren kannst. Und freue mich, wenn du dabei bist. In diesem Sinne, hab eine wunderbare Woche, stay strong und bis nächste Woche, deine Steffi.